Hallo. Ja, ich suche gerade ein bisschen im Internet rum, wo ich mir einen Anhänger mieten kann, wissen Sie? Ja, aber apropos Mieten, wissen Sie überhaupt, dass Sie mich auch mieten können? Also mich, ja, Sie können mich mieten. Ich biete mich feil. Ja, ich komme zu Ihnen, wenn Sie mal ein bisschen Spaß haben wollen. Da komme ich, ne? Mein Motto, keine Feier ohne Sachsenmeier. Oh, ich bin nicht für umsonst. Na, Sie wissen ja, was nicht kostet, tut nicht. Ne? Nee, müssen Sie einfach mal auch im Internet so ein bisschen rumgoogeln, Sachsenmeier, da finden Sie mich. Ich bin ja schon bei vielen Festen gewesen, ich sage Sie. Bei Feiern, ich war schon oft der absolute Höhepunkt. Nach mir kam dann bloß noch das Abendbrot und sowas. Ja. Nee, also ob nur Geburtstagsfeiern, Hochzeitsfeiern, Jugendweihe, Scheidung, Beerdigung, ja, also wo es was zu feiern geben tut, da können Sie mich verwenden. Ja. Also wenn es sein muss, halte ich auch bei einer Kindstaufe sozusagen die Festrede. Ja, egal wie das Kind heißen tut. Mia, Bia oder Max Patrick oder. Ich krieg das ohne Zucken hin. Ja, ich. Auch bei Firmenfeiern. Wenn Sie eine Firma haben und wollen feiern, da bin ich eigentlich unersetzlich. Ja, Firmenfeiern sind. Wobei Firmenfeiern sind nicht einfach. Wissen Sie, bei normalen Feiern, da muss ja immer jemand gelobt werden. Also gelobt und gehudelt. Ne? Also bei einer Geburtstagsfeier das Geburtstagskind. Ne? Also bei einer Hochzeit das Brautpaar, bei einer Beerdigung der Begrabene. Ne? Da muss immer einer. Bei einer Firmenfeier, da müssen zwei Seiten gelobt und gehudelt werden. Einmal der Chef, ne? Und einmal die Belegschaft. Aber kriege ich auch hin. Ja, da hab ich dann hier so ein Gedicht. Ne? Ja, das Gedicht geht: Gelobt sei er, da droben in der Höhe, der Chef, der euch zum Wohlstand führt. Ihr unten, ihr seid emsig wie die Flöhe, der Teamgeist euren Eifer schürt. Und geht die Firma einmal pleite, dann suchen Geist und Chef das Weite. Ja, ne? Hab ich also beide Seiten. Naja, nee. Für jede Sorte Feier habe ich da so eine Lyrik von mir persönlich. Na. Bloß manchmal geklaut. Aber meistens von mir persönlich, ja. Und immer gedichtet nach dem deutschen Reimheitsgebot. Das Reimheitsgebot, ne? Reim dich oder aber ich schlage dich tot. Ja. Bei Begräbnisfeiern, die sind auch schön, Begräbnisfeiern. Ne? Da habe ich dann, also wenn dann noch Nachruf und Testamentseröffnung, da habe ich auch eine schöne Lyrik. Also wenn der dort liegt, ne, dann du kamst zur Welt, du folgtest einem dunklen Rufe, du warst in vielen Jahren hier zugange, jetzt hast du hochgerissen deine Hufe, lieg still, um dich ist uns nun nicht mehr bange. Ja, sehr feierliche Sache. Ne? Hochzeit. Am liebsten habe ich ja Hochzeiten. Ach, die sind so romantisch, wissen Sie. Wenn das Brautpaar, wenn sie sich dann knutschen, ne, und so. Und da habe ich dann auch ein Gedicht, das sage ich dann öfter, die Musterehe. Ein seltenes Beispiel will ich singen, dass Ehen nicht nur Zwietracht bringen. Ich hab das Muster aller Ehen mit eigenen Augen wohl gesehen. Die Ehe war an allen Tagen voll Harmonie, kein böser Wind. Nun will ich euch die Lösung sagen. Der Mann war taub, die Frau war blind. Kommt immer gut an, kommt immer gut an. Naja, jetzt im Frühling, jetzt ist ja draußen Frühling. Ja. Da kommen nun jetzt wieder die Jugendweihen auf mich zu. Oh, da bin ich auch im Einsatz bei den Jugendweihen. Das sind ja heutzutage kleine Hochzeiten, so eine Jugendweihe. Nun muss ich bloß aufpassen, ist der Jugendweihling weiblich oder ist er männlich? Na? Also je nachdem habe ich dann eine entsprechende Lyrik. Also für den männlichen Jugendweihling habe ich dann die Lyrik: Nun bist du endlich an der Reihe, du kriegst heute deine Jugendweihe.
Wir tun dir alle gratulieren und bald nun musst du dich rasieren. Ja, das, wenn der Weiling weiblich ist, wäre das mit dem Rasieren ein bisschen blöde. Ne? Ja, ja. Nee, da, also wenn der Weiling weiblich ist, habe ich dann einen anderen Spruch. Ne? Und der geht dann so: Dein Weg soll sein, so wie dein Wille, und schlucke immer schön die Pille. Also wenn Sie Jugendweihe haben oder irgendwas, ja, miet mich.